Hi Leute, solltest du Schmerzmittel verwenden? Oder ist es gut, Schmerzmittel zu verwenden? Ist es schlecht, Schmerzmittel zu verwenden? Warum benutzt man überhaupt Schmerzmittel? Wollte ich mal ganz kurz jetzt drauf eingehen, weil es eine Frage, die in letzter Zeit öfter aufgetaucht ist. Und wo mir ein Punkt vor allem so eingefallen ist, wo man erstmal überlegen sollte, okay, warum ist denn Schmerz da? Was sagt dir Schmerz? So, wenn du dir ein Messer durch den Arm stichst und du hättest keinen Schmerz, dann würdest du da irgendwie rumstochern, ja, und würdest dann vielleicht verbluten. So. Das heißt, der Schmerz schützt dich eigentlich. Der gibt dir Signal, dass irgendwo eine Grenze überschritten wurde, dass du gerade irgendwas kaputt machst, dass gerade irgendwas kaputt geht und deswegen ist ein Schmerz da. Und das heißt eigentlich erstmal, in erster Linie ist ein Schmerz sehr sinnvoll. So. Und was macht man jetzt, wenn man den Schmerz unterdrückt, beziehungsweise sich betäubt, Schmerzmittel nimmt und den Schmerz dann nicht mehr spürt? Zum Beispiel auch, wenn du Knieprobleme irgendwas hast. Du hast Knieprobleme, du hast irgendwo Gelenkschmerzen. Und du machst vielleicht immer eine Bewegung oder du gehst immer ein bisschen mit einer krummen Haltung oder gehst auf der Ferse und es geht immer auf die Gelenke. Und dann sagt dein Körper dir eigentlich, oh, das tut weh, wenn du immer voll auf die Ferse aufstößt zum Beispiel. Aber dadurch, dass du Schmerztabletten nimmst, merkst du es nicht. Aber eigentlich würdest du vielleicht, wenn du die Schmerzen dann mal bewusst wahrnimmst, überlegen, ah, was könnte ich ändern? Was tut da weh? Warum tut es weh? Was mache ich da irgendwie verkehrt? Einfach unbewusst, musst dir ja nicht bewusst sein, was du verkehrt machst. Ist dir ja auch am Anfang nicht bewusst, sonst wäre der Schmerz ja schon von Anfang an nicht aufgetreten. Aber wenn dann der Schmerz dir bewusst wird, wenn der Schmerz da ist, so prägnant, dann könntest du auch überlegen, so, okay, vielleicht ist die Haltung irgendwo falsch, vielleicht, was ist die eigentliche Ursache, warum der Schmerz da ist? Vielleicht ist es wegen der Ernährung, vielleicht ist es wegen der Bewegung, wegen der Haltung. Kann verschiedenste Gründe haben. Aber rein vom Prinzip her ist es immer so, wenn du die Schmerzen unterdrückst, die Ursache ist ja nicht behoben. Und wenn du einfach mit Schmerzmitteln den Schmerz wegnimmst, aber dann trotzdem wieder die gleiche Bewegung machst oder dich gleich verhältst, nichts an deiner Lebensweise änderst, vielleicht mehr spazieren gehst, vielleicht mehr in die frische Luft gehst, vielleicht ja, gezielt deine Ernährung umstellst, dann ist die Ursache nie behoben. Und das Problem ist immer noch da, aber es ist einfach verdrängt. Das ist wie wenn du die Augen zumachst und von einem Wolkenkratzer springst und dann sagst du, oh, nee, es ist alles in Ordnung, es ist alles in Ordnung. Bis du irgendwann auf den Boden aufklatscht. Und das ist der Punkt. Deshalb würde ich zum Beispiel persönlich niemals Schmerzmittel über einen längeren Zeitraum nehmen, sondern wirklich, wenn überhaupt Schmerzmittel genommen werden sollten, es sollte in erster Linie immer erstmal überlegt werden, wo kommt der Schmerz wirklich her? Warum ist da ein Schmerz? Woran liegt es? Was ist die Ursache da? Und wenn es natürlich mal akut ist und du extreme Schmerzen hast, dann kann man das vielleicht mal akut und kurz machen, weil man es dann vielleicht nicht aushält einfach sonst. Aber auf Dauer würde ich das definitiv nie anwenden. Und dann geht es wirklich darum, immer eine wirkliche Lösung zu finden. Warum ist der Schmerz da? Was ist die Ursache? Und wenn du das noch nicht herausgefunden hast, wenn du da noch Probleme hast, dann melde dich gerne mal. Wir können gerne mal schauen, woran das eventuell liegen kann. Ob ich dir da weiterhelfen kann, schreib mir gerne einfach mal eine Nachricht. Oder du kannst dich über den Link neben oder unter dem Video für dein kostenloses Strategiegespräch eintragen. Und dann schauen wir wirklich mal, wo du stehst, was da die möglichen Ursachen, wie gesagt, sind und ob wir da eine Lösung für dich finden. Und ansonsten wünsche ich dir noch viel Spaß heute und mach's gut. Ciao.